Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles, immer noch in der Marvel Show. Ich habe mich hier seit dem letzten Part, Entschuldigung, positioniert. Aika lebt wieder. Wie kommt ihr darauf, dass sie gestorben ist? Ich meine, wie kommt ihr auf die Idee? Hallo, wer hat das gesagt? Ich habe mir hier ein ganzes Armada sozusagen erstmal hier positioniert. Und ja, um es fair zu halten, habe ich jetzt natürlich nicht Kommandopunkte angesammelt wie ein Bekloppter. Ich habe alle Kommandopunkte verbraucht, damit ich wieder die gleiche Anzahl davon habe. Aber diese Bastarde haben einfach mit ihrem Dingens, mit ihren Panzern hier reingeschossen. Natürlich musste ja irgendwas schief gehen. Dallas hat es getroffen. Die hat übrigens 5 Kopfschüsse an diesen Typen gemacht, der hier sich positioniert hat, aus irgendeinem Grund. Und zwar, ich glaube, aus der Entfernung, was ich ziemlich beeindruckend fand. Was habe ich noch gemacht? Ich habe Marina hier wieder zurückziehen lassen und mir dafür Jan geholt, damit wir 2 Leute haben, die Panzer fertig machen können. Und ja, bis auf unsere Panzer habe ich jetzt alle hierhin gebackt. Und das erste, was wir machen, ist jetzt diese verdammte Rauchgranate da reinzuballern. Damit wir auch lebend da durchkommen. Das ist allgemein eine gute Idee. So. Und wir machen das ab. Hier. Plops. Da darf ich natürlich. Ich habe mit gut Glück auch mit Welkins Granate einfach hier irgendwo reingeschossen, aber nichts getroffen aus irgendeinem Grund. Und den Typen, der da vorher noch am Leben war. Und ja, Dallas müssen wir uns jetzt wiederholen. Ich würde sagen, mit Alicia gehen wir als erstes rein. Hoffentlich schaffen wir es dieses Mal ohne jemanden sterben zu lassen. Und sie geht wieder volle Kanne durch die Geschütze durch. Nichts kann den Medic aufhalten. Wieso kann ich die nicht in unserem Team haben? Okay. Der eine Typ, der ist da schon mal weg. So. Nix da. Ich brauche keinen Attack Down, um dich fertig zu machen. Zack. Natürlich, du hast keinen Kratzer bekommen. Ich glaube, er takt. So, ich muss mal kurz gucken. Den Typen da hinten sieht man nicht. Verdammt. Aber ich habe eine Idee. Die ist so verrückt genug, die könnte sogar klappen. Mir ist aufgefallen, der Typ hat sich ja auch bewegt. Was irgendwie untypisch ist für diese Typen, glaube ich. Ja, ich darf mir einen neuen zu holen. Ich hole mir mal Claudia. Ja, wie gesagt, der Typ, der hat sich bewegt und hat dann mit den Flammenwerfer angegriffen. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Plan. Der ist mir ehrlich gesagt jetzt erst eingefallen. Ich suche mir irgendjemanden, der das Ding reparieren kann, lock den Typen hier raus, der steht dann ungefähr dahin und wir schießen ihn kaputt. Falls das klappt, dann bin ich zufrieden. Oh Gott, warum? Ich will lieber mit Granaten werfen, weil er kann kontern. Wenn er kontert, dann sind wir dran. So, du gehst mal da außer Reichweite von Alben. Ich hab mich gedacht, der so weit nach vorne hier läuft. Wäre lächerlich. Wäre doch gar lächerlich. Die Panzer aber von da drinnen aus hier jemanden getroffen haben, das war richtig mies. Deswegen nehme ich mal mir einige von denen vor. Ich fange schon mal an, die zu Lady an. So. Weg. Kann ich jetzt nochmal schießen? Nee. Boah, Gott sei Dank. Einen Moment lang gedacht. Ist das Ding auf einmal weg wäre. So, erstmal alle hier rüberbringen, weil sonst muss ich gerade 2 Punkte verballern für Wakens. Ich muss ja sowieso 2 verbrauchen, verdammt. Weil mein Dingens, mein Ingenieur gleich herkommt. Dem muss ich auch Geleitschutz geben, ich Idiot. Scheiße. Ich entschuldige mich für die Ausdrucksweise. Aber es ist klipp und klar scheiße. Den Typen würde ich auch gerne noch auseinandernehmen, bevor es hässlich wird. Okay.
Soll jemand töten? Okay. Was kann ich am besten? Ja, Kevin, die krasse Killermaschine habe ich natürlich auch wieder gebracht. Boah, ich könnte kurz. Boah, was der aushält. Das ist nicht normal. Der Typ ist einfach krank. Der Typ ist einfach alles, was mit K anfängt. Ich muss schon sagen, ich habe da jemanden aktiviert, geholt und so. Ob es das jetzt in diesem Part wird, hoffentlich. So, geballte Ladung müsste doch jetzt reichen für euch beide. Warum nicht? So, endlich. Ich konnte den Typen irgendwie nicht mehr leiden. Jetzt dürftet ihr nur noch 5 Kommandopunkte haben. Solange sich jetzt der Captain, was weiß ich, wie der nochmal hieß, nicht bewegt, dürfte ich eigentlich kein Problem haben. So, Eika, du gehst aber nicht unbedingt vor, weil das muss jetzt nicht sein. Was haben wir denn da noch? 2 Panzer. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht unbedingt hier hin. Der hat nur einen Flammenwerfer, oder? Das heißt, der kann ja wohl nicht so weit reinkommen. Das heißt, er muss ja verdammt weit reinkommen. Okay. Langsamer Starter. Nämlich Kevin. Was bedeutet das? Mehr Schaden? Bitte mehr Schaden. Ich brauche mehr Schaden. Mehr Schaden wäre jetzt super gut. Hä, brauchte ich gerade nicht nur 2? Egal. Dann nochmal. Nochmal mit Allies. Wir sind ein langsamer Starter angeblich. Jetzt ist der Bogen schon wieder weg. Und der Status, was? Oh, nur ein Schuss. Dann ist das Ding auch weg. So. Jetzt hol ich mir meinen Dingens, mein Ingenieur. Repariert das Ding und lockt den Typen da hinten. Oder vielleicht kriege ich den auch so irgendwie. Keine Ahnung. Ich werfe auf jeden Fall nur Granaten. Nein. Man hat mich schon mal eine getötet. Lieber nicht. Oh nein, jetzt bewegt sich das Ding auch noch. Und wenn die nicht so Granaten einsetzen würden, ne? Zum Glück setzen die nicht solche Granaten ein. So, jetzt muss ich extra für dich das Ding da aktivieren. Damit du da durchkommst. So, hier habe ich irgendwo hingeschossen, ne? Boink. The fuck, I can't see a thing. Let's randomly shoot in this thing. No! Okay. Warum nicht? So. Okay, hoffentlich geht mein Plan auf. Warum nicht? Ah. Bestimmt, weil Eika da so blöd steht, ey. Leck mich doch. Ich kann kotzen. Okay, dann benutze ich dich aber jetzt, um ihn anzulocken. So, du gehst jetzt ganz schnell dahin. Wirfst du mit einer Granate ab oder was weiß ich. Und haust wieder ab. Oh, du hast uns noch nicht gesehen. Okay. Warum? Ah, das gibt's doch nicht. Warum bist du denn schon wieder kaputt? Was soll das? Mann. Nancy, komm. Eieiei. Das gibt's doch einfach nicht. Ernsthaft. Upsala, bin ich am Mikrofon gekommen. Ich muss aufpassen damit. Weil immer, wenn ich da dran komme, dann ist irgendwie die ganze Aufnahme futsch. Ich weiß nicht wieso. So, ich schaffe doch nie im Leben da hinzuwerfen, oder? Ah! Wieso habe ich keine Granaten? Oh mein Gott!
So. Okay. Claudia. So. Und bleibt jetzt einfach da. Und erlaubt mir jetzt mal ein bisschen zu schummschieden, weil ich habe keinen Bock, dann noch mal den ganzen Weg hier reinzulaufen. Deswegen speichere ich mal diese Situation. Guck, ob es klappt. Und ich hoffe, es klappt. Sonst. Bäh. So. Und bitte, jetzt beweg dich. Ich habe den Panzer nicht getötet, ich Idiot. Warum mache ich das? Ja, dumm. Daniel, du bist dumm. So ein verdammtes Videospiel, Karma. Warum klappt denn hier nicht alles so, wie ich es will? Boah, was zum? Ja. Mach den Panzer kalt, ganz ehrlich. Ich könnte so kotzen. Der Typ hat sich auch nicht bewegt. Einer ist gestorben. Wahrscheinlich schießen die Dinger mich jetzt noch ab, ne? Und sie rennt einfach wieder durch die Geschütze, warum auch immer sie immer vom Strand auskommt. Die müsste doch eigentlich auch irgendwo da sein, ey. Warum läuft die denn den ganzen Weg immer zurück? Was soll das denn? Mein Gott. Stirb. Danke. Am besten, wenn die beiden Panzer da erledigt sind, dann nehme ich den einen Typen von hinten. Ja, das habe ich gesagt. Ich nehme es auch nicht zurück. Jetzt haben wir genug Kommandopunkte. Jetzt müssen wir ja ein paar Granaten auf ihn werfen und ihn töten irgendwie. What the fuck? So, das könnte wieder ein bisschen dauern, aber ist mir egal. Wir haben ja noch eine Dingens hier, ne? Ingenieurin. Zack. So. Wenn der weg ist, dann haben wir da eigentlich freie Bahn. Denke ich. Geil, schon wieder Slow Starter. Yay. Bitte nur noch einen Schuss, verdammt. Was hat für eine blöde Fähigkeit dann? Okay, Lago, hast du noch einen Schuss? Ja. Warum denn nicht? Sehe ich etwa so aus? Ich rufe mir jetzt aber nicht noch einen anderen Kollegen, ne? Dann muss ich ja schon wieder durch die Geschütze durch. So, jetzt muss ich die beiden, die drei Typen da hinten erledigen. Warum auch nicht? Kevin, das sind drei Leute, das schaffst du locker. Haben wir schon ein paar Running Gags hier irgendwie zusammengeschnitten, ne? What the hell? Guckt euch den Typen an, wie krass der ist. Shit. Klappt das? Ah, oh, du willst mich doch verarschen. Kevin hat gefailt, was zum Teufel? How is this possible? Warum ist er auf einmal chinesisch? So, ich muss noch ein paar Dinger reparieren, damit wir Deckung haben. Weil jetzt wäre es dumm, die nicht zu aktivieren, ne? Ding, ding, ding. So, das Ding hier. Da vorne die Dinger vielleicht auch noch. Fenster und schon wieder, ey. Ich hasse es. Wie soll ich die erwischen? Habst du noch eine Male? Geil. Wesens hat sie es drauf. Ich bin so bei einer Zwickmühle bei dem einen Typen. Jetzt hat sich wahrscheinlich schon wieder voll regeneriert, ne? Captain Nonnenkopf. Nonnenkopf. Läuft aber auch echt nichts nach Plan. So, Alicia, versuch mal den Typen hier hinzulocken.
So, oh Gott. Komm schon. Oh, das war gut. Oh, das war sehr gut. Den kriegen wir doch jetzt irgendwie gekillt, oder? Warum sind denn alle so kaputt? Mit dem Nico das Ei. Oh Gott. So, den Typen, den kriegen wir doch jetzt doch, oder? Komm schon, verreck. 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 Jawohl. Wir haben gewonnen. Jetzt muss ich nur noch die drei da erledigen. Zwei. Immer noch. Und dass irgendjemand verreckt. Verdammt. Am besten heile ich mich mit Alicia. Glaube ich. Jetzt heil bloß nicht Nancy, heil dich. So. Einige von denen sind ja nicht mal hier umgedreht. Wie mache ich denn das jetzt? Kacke. Kann ich mir den Augranaten werfen? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht. Komm schon. Bring irgendwas. Gibt's doch nicht. Kevin liebt die Gefahr. Leck mich. Warum? Ich krieg das letzte bisschen hier nicht. Mein Gott. Ich krieg das letzte bisschen hier nicht. Oh Gott, jetzt verreckt sie, ne? Weil wenn sie von den Gegnern... Mann, sie geht schon wieder durch. Wenn sie von den Gegnern hier getroffen wird, dann ist es Game Over. So, komm her. Dich krieg ich. Warum hältst du so viel aus? Oh, der macht uns jetzt platt. Ah, ja, ja, was mache ich hier? Also, was Lago hier? Wenn einer schon bewiesen hat, dass er mit dem Ding gut treffen kann, dann du. Jawohl! Der eine denkt sich nur, was zum Teufel? So, Claudia, du hast noch eine Granate. Wenn das gut geht, dann schaffe ich das hier alles noch. Na, wie geht's? Und zack. So, kriegen wir. Also am besten zu Alicia wechseln. Und was zum... Wolltest du mir mal sagen, warum du so viel aushältst? Kann doch nicht nur wegen den Dingen jetzt sein. 86? Was zum... Danke. Ja, wegen Defense Town, oder was? So, dann würde ich mal sagen, diese Mission haben wir. Geil. Occupied Enemy Camp. Jawohl, Operation komplett. Bams. Ganz genau. Boah, haben wir gut abgeschnitten dieses Mal. Yay. So, und dann würde ich mal sagen, ich mache schon direkt hier einen Schnitt, weil ich weiß, es kommen einige Cutscenes oder... Ja. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen Schnitt, ne?
Dann können wir halt einkaufen und so auch noch alles in dem Part erledigen und so. Deswegen sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.